Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich vom Jägerwinkel am schönen Tegernsee zum Münchner Medizintalk. Heute geht es um die medizinische Kräftigungstherapie, MKT genannt. Ja, Herr Siegel, Sie sind fast der Erfinder der MKT-Therapie. Was ist denn MKT? Die medizinische Kräftigungstherapie beschäftigt sich vor allem mit der Mechanik und der Statik des Menschen und nicht so sehr um Leistungssteigerung oder Optik. Bei uns geht es also darum, dass man dem Patienten ein individuelles Trainingsprogramm erstellt, gemäß seiner Diagnose, die er auch hat. Nun, Herr Dr. Marjanowitsch, wie kommen Sie denn an diesen, das ist ja vergleichbar wie Robben oder Ribery im Fußball, wie kriegt man denn so einen Bärensiegel? Ja, ich habe lang hingegraben, ganz ehrlich ist, weil er ist einfach der Beste. Ja. Er ist ja in Deutschland, wenn man so will, der Wegbereiter der medizinischen Kräftigungstherapie. Und ich denke, da haben sich einfach Kompetenzen ergänzen sich. Die Kräftigungstherapie gehört zum Spektrum der orthopädischen Therapie, ist ganz maßgeblich, denn der Muskelapparat ohne Muskeln funktioniert überhaupt nichts und eine schwache Muskulatur bedeutet auch Schmerzen. Und wir haben uns dann entschlossen, das zusammenzumachen, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Ich denke, der Bernd Siegel ist hier in München, ist ja eigentlich der Protagonist der Kräftigungstherapie. Und das machen wir jetzt bei uns in unserem Zentrum in der Töringstraße. Und aber wie ist denn das mit Ihren Fans, mit Ihren vielen Patienten, die weinen oder die kommen schon langsam, oder? Nein, die finden mich ja überall. Das ist ja kein Problem. Ja. Also im Rahmen der letzten 25 Jahre habe ich ungefähr so 28.000 Wirbelsäulen therapiert. Dazu kommen noch Schulter, Knie und immer mit viel Spaß, Vergnügen, Engagement. Und die mich finden wollen, die finden mich. Erzählen Sie doch mal über die Therapie. Also ich denke, hier ist ein Mega-Team entstanden. Ja. Aber wie ist es? Wann schickt der Dr. Marjanowitsch oder seine Ärzte jetzt zu Bernd Siegel? Liegt davor? Ich denke, ich habe vor allem Patienten, die chronisch therapieresistent sind, die schon vieles gemacht haben, die alles durchlaufen haben. Was zum Beispiel? An Therapie. Die haben Krankengymnastik gemacht, Physiotherapie, Massage, wurden vielleicht schon operiert, Fencheltee getrunken, was alles so an exotischen Therapiemethoden auch gibt, die eigentlich nicht weiterkommen. Und diese Patienten interessieren mich vor allem, weil die einen langen Leidensweg haben. Und denen versuchen wir der Wirbelsäule halt den Halt, die Stabilität zu geben, die es braucht. Das ist sehr speziell, wir haben sehr spezielle Geräte. Und das ist auch nicht gefährlich, weil wenn man es so viele Jahre macht wie ich, dann kann da auch nicht mehr viel passieren. Und das ist sehr intensiv, es strengt an. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich war ja auch schon mal vor Jahren bei Ihnen, ich kann mich noch gut erinnern. Ich mich auch. Das ist in der Tat geht man da schon anders raus, aber man spürt sofort etwas. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben spezielle Geräte, beschreiben Sie doch mal die Geräte. Man muss den Körper vielleicht mal ganz anders verstehen, als er bisher gelehrt wurde. Wir haben mal Bandscheibendruckmessungen gemacht. Wir haben jemanden bei lebendigem Leib eine Druckmesssonde in die Bandscheibe reingepflanzt. Und ich weiß, wenn eine junge Mutter ihr Kind anhebt, dann hat sie gleich einen Bandscheibendruck von 23 Bar. Das ist das Zehnfache eines Autoreifens. Und das ist nur axialer Druck. Jetzt beugt sie sich nach vorne, dann kommen noch Scherkräfte dazu, Rotationskräfte. Was ich damit sagen will, die Wirbelsäule ist im Grunde genommen eine Bombe. Die Eigenstabilität einer Wirbelsäule ist 0,1 Bar, gar nichts. Schaut man sich jetzt mal die Muskeln an, die die Wirbelsäule stabilisieren, dann sitzen die tief unten im Rücken und die sind so klein wie ein Radiergummi. Hier haben wir Muskeln, die sind alle relativ groß, die Bein- und Gesäßmuskeln. Und ich habe ein Gerät, wo ich diese großen Muskeln ausschalten kann und diese kleinen Muskeln so auftrainieren kann, wie es jeder individuell braucht. Abhängig von Größe, von Diagnose, von Alter, Gewicht und sonstiger Situation. Wie schauen Sie den Patienten an, wenn der zu Ihnen kommt? Also Sie haben ja wahrscheinlich Leute mit jungen Jahren, Sie haben Sportler, Sie haben aber auch Herren oder Damen in meinem Alter. Na, auch viel, viel älter noch. Also der Älteste ist im Moment 93, Muskeln wachsen nämlich im Alter. Jeder, der Patient zu mir bekommt, schaue ich mir erstmal an, ob er einen Schiefstand hat, wie er geht, ob er eingestellt ist, ob er schon irgendwie anders reguliert wurde. Und dann stelle ich meistens dieses Therapiegerät auf ihn ein, mache ein leichtes Training und messe ihn dann. Ich kann die isolierte Kraft messen und auch vergleichen zu Normwerten, die wir haben. Wir haben alters- und körpergewichtsspezifische Normwerte. Und wenn man dann ein großes Defizit feststellt, das kann ein Defizit sein allgemein, dass das Niveau sehr schwach ist. Das kann aber auch ein sogenanntes intramuskuläres Defizit sein. Ein Beispiel, ich habe eine Eisschnelllauf-Europameisterin getestet. Die war in der Beugung wahnsinnig stark, aber in der Streckung sehr schwach. Wasserskifahrer sind das Gegenteil. Sie sind in der Streckung sehr stark, aber in der Beugung sehr schwach.
Und das Therapiegerät, was ich habe, reguliert das, gleicht das aus, harmonisiert Ihre Kraftkurve und dann sind Sie eigentlich... Aber dieses Therapiegerät, haben Sie das selbst mitentwickelt? Nein, haben Sie das, nein, ich habe das gelernt durch Zufall mal in Amerika. 1989 war ich da drüben bei Arthur Jones, einer Florida State University. Habe das ausprobiert und mir war sofort klar, das ist es. Das möchte ich machen. Ich habe andere Therapieansätze in Deutschland verfolgt, andere gemacht. Ich bin schon sehr lange da in dem Thema tätig. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist das, was mich interessiert. Wenn man mit Werten arbeitet, man kann messen, man kann beweisen, man hat auch Statistik. Und das überzeugt natürlich die Ärzte auch. Herr Dr. Marianovic, das ist ja jetzt wirklich, wie man so sagt, neudeutsch ein Add-on mit Bernd Siegel. Ja? Also da haben Sie jetzt wirklich jemand, einen Mann, der einfach ein wahnsinniges Wissen, eine wahnsinnige, wirklich heilende Hände. Er kann wirklich auch Menschen motivieren, dass sie das tun. Weil manchmal ist es ja erstmal ein Quälen, ja? Weil man quält sich und dann denkt, jetzt tut es ja woanders weh und so. Was habt ihr denn für gemeinsame Therapieziele? Ich meine, das ist ja etwas... Ja, unser Therapieziel ist ja ganz klar, dass der Patient entweder schmerzfrei wird oder er sagt, so kann ich gut leben. Das ist unser Therapieziel. Und ich sage immer, im Rücken gibt es keinen Golden Standard. Das heißt, man braucht ein breites Spektrum, wenn man Rücken therapiert. Ich sage immer, es entstehen ja in Deutschland sehr viele Therapiezentren. Es werden da diese Therapien gemacht, dort werden andere Therapien gemacht, ganz, wie sagt man, monoklonal. Das heißt, ich sage immer so ganz gehässig, wenn ein Handwerker in seiner Tasche einen Hammer hat, dann neigt er dazu, dass er überall Nägel sieht. Wenn Sie Rücken therapieren wollen, brauchen Sie ein breites Spektrum. Und wir sehen ja zum Beispiel gerade, weil wir von chronisch Rückenkranken gesprochen haben, die ja den Großteil der Patienten ausmachen. Das heißt, die haben schon viele Therapien durchlaufen. Das ist ein ganz großes Problem in Deutschland, dass ganz viele Rückenpatienten eigentlich keine wirklich fundierte Diagnose haben, sondern es wird mal das ausprobiert, es wird mal das ausprobiert. Aber wenn man die mal durchs Kernspin schickt, dann sieht man, dass durch die Schmerzen und durch die Schonung die Muskulatur weitgehend verschwunden ist. Das heißt, ich sage immer so im Spaß, wenn man dann das Kernspin anschaut, dann schaut es aus eigentlich wie ein Wagyu-Steak. Das heißt, da sehen Sie mehr Fett drin, als Sie noch Muskelmasse drin sehen. Und wenn Sie natürlich diese Patienten aus dem Schmerz draußen haben, aus dem ganz akuten, dann gehört natürlich die Stabilisierung der Muskulatur, der Aufbau der Muskulatur, ist ein ganz, ganz starkes Tool, um die Patienten weiter schmerzfrei zu machen und sie auch dauerhaft schmerzfrei zu halten. Und dann gibt es natürlich Krankheitsbilder wie Wirbelgleiten, Instabilitäten, die nur therapierbar sind über ein kräftiges Muskelkorsett. Nun ist es aber so, wir wissen ja, dass wir mit zunehmendem Alter Muskelmasse verlieren. Jetzt gibt es ja, also ich mache das auch so einmal die Woche, jetzt gibt es ja EMS, ja, also mit dem Elektrostrom, wo man in 20 Minuten wirklich auch Muskelpartien erwischt, die wirklich normalerweise, also in der Muckibude, da müsste man 3 Stunden geben. Es ist ja ein Zeitaufwand. Wie stehen Sie denn zu solchen Formen? Also prinzipiell bin ich für jedes Training, weil man weiß, dass je fitter die Menschen sind, umso weniger Probleme haben sie. Nur wenn ich viele Hochleistungssportler sehe, Schorsch, Hackl, Klitschko, die sind alle am Rücken operiert worden. Die haben alle diese Art von Trainingssystemen gemacht, wobei ich EMS auch selber sehr gut finde. Was ich mache, fängt dann erst an. Wenn also Leute mit EMS-Stimulationstraining oder anderem Training nicht weiterkommen, die kommen dann zu mir. Wir haben eine Untersuchung gemacht, wir haben 30 Weltklasse-Athleten getestet, ohne Rückenschmerzen, und haben die verglichen zu normalen Menschen und konnten keinen Unterschied feststellen. Das haben wir an der Uni in München gemacht, mit einem Leiter der Trainingslehre, Sportinstitut, und wir haben diese dann verglichen und es war kein Unterschied zu sehen zwischen dem absoluten Weltklasse-Athleten und dem normalen Menschen. Die Muskeln, die wir mit dem Gerät trainieren, da kommt man einfach nicht ran. Was mit normalen ist das Geräten. Für ein Gerät? Das muss man sich vorstellen, das ist ein ziemlich großes Gerät. Ich werde immer gefragt, brauche ich so ein großes Gerät für so kleine Muskeln? Ich brauche es. Weil ein Trick ist nicht nur die Isolation. Sie sind zum Beispiel, Sie haben kein Körpergewicht in dem Gerät. Sie haben keine Gravitation. Das heißt, wenn Sie sich im Alltag nach vorne beugen und Sie wollen wieder hoch, müssen Sie Ihr Oberkörpergewicht anheben. Das sind 70% Ihres Körpergewichts schon. Also der 100-Kilo-Mensch hebt 70 Kilo an. Bei mir gibt es kein Körpergewicht. Sie sind
vollkommen in der Schwerelosigkeit und kriegen einen hochintensiven Input in diesen Muskel da hinten rein. Das Training dauert auch nur 3 Minuten. Was heißt der Input? Was ist das? Der Input ist halt, dass der Muskel da wirklich... Nein. Das ist ein ganz normales mechanisches Training. Da sind Sie als Coach quasi neben dem Patienten? Ja, ich muss das natürlich auf ihn einstellen, je nach Diagnose, die ich ja von der Arztpraxis bekomme, je nach Anthropometrie, wie der Mensch aussieht, je nach Alter, bei 80-, 90-jährigen Osteoporose-Patienten, mit denen kann ich sicher arbeiten. Jetzt müssen wir natürlich mal den Therapieablauf besprechen. Hm. Ja, es geht ja nicht mit einmal. Nein. Ja, und es geht auch nicht, wenn man dann einfach sagt, naja, lass mich zweimal ausfallen und dann gibt es ja immer wieder Rückschläge. Hm. Und wenn ich das richtig sehe, also es gibt die eingehende orthopädische Untersuchung durch die Ärzte im Marjanovic-Zentrum, dann der Therapieablauf über etwa 18 Sitzungen, etwa 1 bis 2 Mal die Woche. Einzelbehandlung durch speziell ausgebildete Therapeuten. Mhm. Erste Sitzung, individuelle Einstellung des Therapiegerätes, leichtes Training mit abschließender Messung. Das Testergebnis wird mit Normwerten verglichen. Dauer der Therapie über 3 Monate. Ja. Was ist, wenn das jetzt einer konsequent durchzieht? Wenn das einer konsequent durchzieht, dann hat er normalerweise eine Stabilität und eine Verbesserung seiner Kraftwert um rund 56%. Schmerzreduktion haben wir etwa auch so 55%. Er steht da, er ist sicherer, er setzt seinen Rücken im Alltag wieder ein. Und er kriegt natürlich auch ständig den Dialog mit Ihnen. Sie sind ja auch ein hervorragender Kommunikator. Sie sagen ihm natürlich auch, und er steht mit den Beinen fester im Leben. Ja. Das ist so, wenn ein Mensch Schmerzen hat, er schont sich. Ja. Schont er sich, baut der Muskel ab. Baut der Muskel ab, wird er instabil, schont er sich noch mehr. Wir nennen das Circulus Vitiosus oder den Teufelskreislauf. Ich helfe ihm, ihn einfach wieder zu durchbrechen, die Muskulatur aufzutrainieren. Und dann erhält die sich, wie unsere Langzeitstudien belegen, sehr gut über Jahre hinweg. Also ich habe Patienten 10, 20 Jahre später nochmal getestet und die Ergebnisse waren überzeugend. In welcher Kleidung muss man da antreten? Normalerweise habe ich gerne Sportkleidung, weil wir natürlich auch rundum den ganzen Körper trainieren. Aber normalerweise könnten Sie auch so kommen zu mir, Sakko ausziehen und geht los. Jetzt, Herr Dr. Marjanovic, wer wird denn behandelt? Also chronisch therapieresistente Patienten mit mehreren Therapieversuchen, die also schon da waren, wo man einfach sagt, das ist alles durch, dann kommt... Der Siegel. Genau, da kommt der Siegel. Da kommt der Siegel. Also im Grunde jeder, wenn man ganz ehrlich ist. Weil die Wirbelsäule funktioniert ohne eine kräftige Muskulatur überhaupt nicht. Wir haben ja vorher gehört, die Wirbelsäule hat ja überhaupt keine Eigenstabilität. Die Stabilität kommt erst durch die Stoßdämpfer. Wenn man das so auf dem Auto überträgt, können Sie auch ohne Stoßdämpfer nicht über den nächsten Randstein fahren. Da macht es einmal Krach und dann ist durch. Im Prinzip jeder, je nach Diagnose, je nach Schweregrad der Schmerzen, beginnt der eine früher, der andere beginnt später. Das heißt, auch Operierte müssen eigentlich zur Kräftigungstherapie. Da hat man natürlich eine gewisse Schonfrist, da wartet man 6 Wochen, bis die akute Phase vorbei ist, dann fängt man sie an zu trainieren. Chronisch Rückenkranke können sofort therapiert werden, soweit es der Schmerz zulässt. Ansonsten machen wir eine Mischung aus Schmerztherapie und Kräftigungstherapie. Akute Bandscheibenvorfälle nach dem Abklingen der akuten Phase, so etwa nach 2 bis 6 Wochen, gehen auch automatisch in die Kräftigungstherapie, denn nach dem Bandscheibenvorfall ist vor dem Bandscheibenvorfall und wir wollen ja eines vermeiden. Wir wollen ja nicht, dass die alle 1-2 Jahre einen neuen Bandscheibenvorfall produzieren. Und um das zu verhindern, brauchen sie eine kräftige Muskulatur. Also, wenn man ehrlich ist, geht jeder unserer Patienten in die Kräftigungstherapie. Das ist ein ganz entscheidender Teil unseres Therapiekonzepts und da haben wir Gott sei Dank den Besten. Ja, aber gibt es denn Langzeiterfolge oder führt die MKT nur zu kurzfristigen Resultaten? Nein, wir haben Langzeitstudien über Jahre hinweg. Ich denke, wichtig ist auch der psychologische Faktor, dass man sich wieder traut, die Wirbelsäule einzusetzen. Und dem können wir sicher helfen. Und mit dem Wissen, was sie dann haben, auch über optimales Training, machen die Leute auch weiter. Das ist lästig wie Zähneputzen, sage ich. Es macht keinen Spaß, aber es hilft. Es ist für mich auch eine Art Körperhygiene. Ja. 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 Jetzt müssen wir schon mal, ich habe jetzt, wie ich Sie gesehen habe, ich wusste jetzt nicht, dass Sie kommen. Ja, weil ich habe nichts gesagt. Siegel, ich habe gedacht, es kommt vielleicht der Siegel von der Spider-Murphy-Gang oder so. Aber ich freue mich jetzt, sonst können wir ruhig mal die Freude in der Sendung ausdrücken. Ihre Hände spielen ja auch eine große Rolle. Gell?
Nee, nicht so sehr. Also das überlasse ich lieber den Manualtherapeuten. Ja. Da haben wir ausgesuchte Spezialisten, Physiotherapeuten, die das machen. Sicherlich, man kann gewisse Dehnübungen machen. Ich kann aus dem Hochleistungssport, ich war selber früher Hammerwerfer, Hochleistungssport, es gibt Übungen, die man macht und die haben sich auch gefestigt. Und wenn Sie so viele Jahre wie ich mit Patienten arbeiten, dann wissen Sie ganz schnell, welche Übung wem gut tut. Ich würde Sie gerne mal wieder bei mir begrüßen. Ich kann schon nicht warten, bis Sie selber raus sind. Also wenn Sie Langzeiterfolge haben wollen, dann müssen Sie die Kräftigungstherapie einsetzen. Aber die Kräftigungstherapie umfasst ja, es klingt ja ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, ja, weil das machen ja vielleicht andere auch, aber da steckt ja viel mehr dahinter, Dr. Marianowitsch, was ich jetzt so aus dem Interview entnehme. Das ist natürlich durch die Geräte. Durch die Geräte eben. Und auch die Validisierung, die wir ja haben. Diese Geräte sind ja computerisiert, die zeigen einfach einen Verlauf. Es wird ja erstmal die Grundkraft festgestellt und dann wird ja auch der Erfolg festgestellt. Kann man das überhaupt nicht vergleichen, als wenn ich ins Fitnesscenter gehe und irgendwelche Rückenübungen mache, weil da passiert nämlich genau das, dass man eigentlich die großen, starken Muskeln trainiert, aber diese kleinen, die wirklich zwischen den Dornfortsätzen, zwischen den Querfortsätzen und die eigentlichen Stabilisatoren sind, die eigentlich gar nicht erwischt. Und ohne die geht's nicht. Und wenn ich das wirklich immer wieder sehe, ich kann es immer nur sagen, wir schauen uns das ja unter uns Kollegen an, wenn wir Leute haben, die schon länger Rückenschmerzen haben, dann sind die eigentlich bei dem Patienten fast völlig im Kernspinbild verschwunden und die brauchen wir. Wenn wir dauerhaft schmerzfrei sein wollen. Jetzt, Herr Siegel, Sie haben 240.000 Therapiesitzungen absolviert mit Ihrem Team. Altförderer. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie da für Erkenntnisse raus? Weil was Dr. Marianowitsch ja immer wieder betont, dass eben sehr viele Rückenprobleme einfach operiert werden, müssten gar nicht operiert werden. Und was ja spannend ist, er kriegt ja immer mehr Zuspruch, also was ich aus den Medien lese. Ja. Also da gibt es ja keine Feinde. Endlich. Aber können Sie da auch sagen, aus diesen 240.000 Therapiesitzungen, was sind das für Erkenntnisse, die Sie einfach mal auch unseren Zuschauern jetzt mal sagen? Na, eine Grunderkenntnis ist, da arbeiten wir beide auch zusammen, man kann viele Rückenoperationen verhindern. Das Grundproblem für mich in der Bandscheibe ist, wir werden ja alle im Alter nicht mehr größer. Ja, die Bandscheibe schrumpft. Wir werden kleiner. Das heißt, die Wirbelkörper nähern sich aneinander an. Das heißt, wenn die Wirbelkörper sich aneinander annähern, bekommen die Facettgelenke mehr Kontakt und es entsteht ein sogenanntes horizontales Spiel. Und das ist gefährlich. Ja, je höher Ihre vertikale Stabilität, umso geringer sind diese horizontalen Verschieblichkeiten. Und das ist evidence-based, das ist das absolut Wichtigste. Und zusätzlich müssen Sie natürlich Ihren ganzen Muskel, Ihren ganzen Körper trainieren. Der Muskel ist das größte Organ, Stoffwechselorgan, was wir haben. Man weiß inzwischen bei kardiologischen Patienten, die so ein Krafttraining machen. Bei Krebspatienten gibt es neueste Studien. Bei Adipositas sowieso, bei Fettleibigkeit, bei Diabetes und. Kann es dann sein, dass Sie quasi jetzt, sagen wir mal, klar, hauptsächlich orthopädische Patienten haben, aber kann es auch sein, dass Sie andere Patienten erweitern, dass Sie auch Krebspatienten haben, wo Sie einfach... Wenn man fit ist, kriegt man auch eine ganz andere Mentalität, man kriegt eine andere Stimmung, man denkt anders. Also ich denke, wir sind ja so ein bisschen Vordenker. Also ich meine, das geht natürlich in so einer kleinen Einheit, wie wir es haben. Zum Beispiel beginnt nächstes Jahr bei uns Professor Schönberg, der frühere Leiter der Viszeral- oder Bauchchirurgie im Rotkreuzkrankenhaus, mit einer sogenannten optimierten Krebsnachsorge. Und optimierte Krebsnachsorge besteht heute nicht in Ruhe und Entspannung, sondern darin, dass die Menschen sehr schnell trainiert werden, gekräftigt werden, sehr schnell Sport machen. Es gibt nichts, was auch bei Tumorpatienten lebensverlängernder ist, als ein intensiver Sport direkt schon in der Rehabilitationsphase. Und da gehört die Kräftigung genauso dazu wie die Ausdauer. Man muss es nicht übertreiben. Aber kein Zytostatikum hat die gleichen Ergebnisse wie diese optimierte Krebsnachsorge, die wir jetzt dann auch durchführen werden. Jetzt unter Leitung von Professor Schönberg. Und da gehört die Kräftigungstherapie genauso dazu. Bei uns
in der Theringstraße. Wie wichtig ist, Sie sind ja ein großartiger Motivator, wie wichtig ist die Motivation, dass Sie Menschen, weil wir haben ja alles, wir sind alle Hundebesitzer, wir haben alle einen inneren Schweinehund. Ja. Ein Schweinehund, der sagt, ach, jetzt, wenn Sie sagen, in der Früh gehe ich joggen und dann schneit es oder es regnet oder man ist ein bisschen später nach Hause gekommen, der innere Schweinehund bleibt doch noch im Bett liegen. Ja? Wie wichtig dieses Überwinden, und da sind Sie ja auch großartig, weil Sie einfach, ich habe immer das Gefühl, dass Sie sind einfach immer nah am Menschen dran. Ja, ja? Es ist wichtig. Also ich hatte früher Fitnessstudios, da kamen die Leute zu mir ins Training, nicht aus medizinischen Gründen. Ja? Jetzt haben sie ein Problem, und wenn ich ihnen sage, schauen Sie, ich kann Ihr Problem wahrscheinlich lösen in diesem Zeitaufwand und das hilft Ihnen so und so weit, dann sind die ungeheuer motiviert. Vor allem die Alten. Ich habe sehr viel Ältere und ich habe viele Manager, die keine Zeit haben. Ja, ja. Und dann fragen sie mich, Herr Siegel, wie viel trainieren Sie? Ich trainiere selber einmal die Woche 30 Minuten. Knallhart? Nicht mehr. Das mache ich seit 26 Jahren so und bin genauso fit wie früher. Also ich muss wirklich sagen, die wie wir es nennen, die Compliance, ist extrem hoch. Denn man darf ja nicht vergessen, Erfolg bringt ja auch Motivation. Es ist ja nicht nur Qual, und das ist es ja eigentlich gar nicht, sondern die Leute kommen ja bereitwillig, weil sie ja merken, wie es weitergeht. Und es kommen zu mir ganz, die Patienten ganz stolz, gerade einer von uns, der Stöckel, kann man ja sagen, Stöckels gibt es viele, der sagt, ich habe angefangen mit 36% Kraft, jetzt bin ich schon bei über 70% und ich merke, wie es mir gut geht. Ich konnte eigentlich überhaupt nicht mehr joggen, ich konnte nichts mehr Sportliches machen, obwohl das eigentlich ursprünglich ein sehr sportlicher Typ war und jetzt kann ich das wieder machen. Das motiviert, macht ja Spaß. Ja, ja. Und deswegen ist das die Idee, dass das nur Quälerei ist, geht völlig daran vorbei. Der Erfolg motiviert. Also ich hatte kürzlich mit einem Wissenschaftler geredet und dann hat der mir, also wir sind ja in meiner Akademie unterwegs mit Motivationsforschung und sind da ziemlich weit, weil wir auch einen Lehrstuhl haben in Verbindung mit Philosophie. Aber dann haben wir mal geredet, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Motivation, die negative Motivation und die positive. Und man kann immer sagen, 90% sind in etwa negativ und die brauchen einen Anstoß, um eben in die positive, weil dann sind sie, Motivation ist Motivation. Ja. Ja? Also ich kann also mit Volldampf in die verkehrte Richtung laufen, bin super motiviert und fahre mit Volldampf in die verkehrte Richtung. Und dann kommt einer und sagt, hör mal, musst umdrehen und dann kriege ich wieder Freude. Genau. Ja? Das ist der Punkt. Ich bin eine Art Weichensteller. Ja. Ich sage den Leuten, nein, machen Sie das im Training anders, gehen Sie den Weg. Und das ist wie eine Weiche. Wir haben alle in unserem Leben mal irgendeine Weiche bekommen, dass wir was reguliert haben. Und das mache ich im Training. Ja, und dann hört die Weiche, wie sie rüberklappt. Ja? Und wie Dr. Majanovic gesagt hat, die Motivation kommt dann von alleine. Wenn die merken, sie kommen voran, die Werte werden höher, die Zeiten werden länger, die Trainingszeiten, die Schmerzen werden besser. Natürlich, man muss den Menschen natürlich, man darf ja nicht vergessen, man muss denen Hoffnung machen. Wir haben ja vorher gerade ein kurzes Gespräch gehabt, wo schon als Therapieansatz eine junge Kollegin von Ihnen gesagt worden ist, das wird ja wahrscheinlich nie besser werden. Da brauchen Sie überhaupt nicht anzufangen. Und dann fängt man an zu therapieren. Ja, welchen Erfolg soll das haben? Man muss die Leute mitnehmen. Man muss ihnen, wir haben ja die Erfahrung, dass man, wenn man das Konzept hat, wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man das breite Spektrum hat, kriegt man die meisten Menschen entweder schmerzfrei oder bekommt sie dahin, dass sie sagen können, so kann ich gut leben und das ist unser Ziel. Ich spüre das. Genau. Und das ist natürlich maßgeblich davon abhängig, dass man sie nicht auf mopetisch bekommt. Aber was auch ganz wichtig ist, dass man auch die Emotionen bedient. Natürlich. Ja, dass man auch zuhört. Ja? Dass man auch mal wirklich die Schmerzen fast selber spürt, die der Patient hat. Und dass man eben einfach den Menschen die Emotionen einfach nicht raubt, sondern sie zurückgibt und sagt, wir packen das jetzt mal und wie fühlen sie sich? Und, oder das finde ich auch schön, wenn man eben einfach beim Arzt ist und der ruft, ich habe zum Beispiel einen Zahnarzt und der ruft dann an und sagt, wie geht's dir denn jetzt? Ja, also das finde ich großartig. Also ich erlebe das zum Beispiel mit Herrn Siegel ja tagtäglich, dass die Leute nach 2-3 Therapien zu mir kommen und sagen, ach, das ist da oben, das ist so super, jetzt habe ich 2-3 Therapien. Ich habe das Gefühl, das geht direkt da rein und es geht mir besser. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und
Also ich glaube, das war wieder eine spannende Sendung mit einem Überraschungsgast. Ich freue mich auf Sie. mit dem Besten. Ja, genau. Also Resümee, im Grunde genommen sollte sich jeder Mensch einmal die Kraft seiner Rückenmuskulatur messen lassen, um Gewissheit über die Stabilität, über den Stabilitätszustand seiner Wirbelsäule zu erhalten und bei Notwendigkeit vorbeugend die Rückenmuskulatur zu stärken. Und man darf eines nicht vergessen, unsere Arbeitswelt, durch das viele Sitzen, durch die wenige Bewegung, auch bei Kindern, ist eher Rückenmuskulatur feindlich und das muss man ausgleichen. Ja, liebe Zuschauer, das war wieder eine spannende Sendung über das Kräftigen der Muskeln, also MKT. Es waren wirklich zwei tolle Profis heute in der Sendung. Ja, da macht 1 und 1 3. Wir sehen uns wieder beim nächsten Medizintalk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.